Heute so ein Mini-Haul-Video mal wieder. Und zwar, ich habe mir was gegönnt. Warum ich bestellen musste, werdet ihr gleich sehen. Und wollte noch mal was zu dem Bestellvorgang sagen. Und zwar, ich habe in den USA bestellt. Es hat sich ja ein bisschen was an den Zollbedingungen geändert. Die Obergrenze, die frei ist, ist jetzt, meine ich, bei 5 Euro. Und es lief halt so ab, wegen Corona darf ja der Postbote nichts machen, wo er eine Unterschrift braucht oder Geld kassiert. Deswegen hatte ich einen Zettel im Briefkasten. Dann bin ich, da stand irgendwas mit Geld bezahlen drauf. Ich so, okay, was ist das denn? Bin dann halt zur Post hin. Und das war halt die Einfuhrsteuer. Das heißt, dann musste ich das halt bezahlen. Ich hatte Glück, normalerweise gibt es eine Bearbeitungsgebühr von 6 Euro, aber mein Postbeamte meines Vertrauens, der kennt mich auch schon, hat gesagt, es gab halt einen Computerfehler, deswegen haben sie das nicht eingezogen. Ich weiß nicht, wie das bei euch mit dem Zollamt ist. Aber bei mir ist es so, ich müsste da erstmal mit Öffis eine Stunde hinfahren, dafür irgendwie eine Fahrkarte für 6,70 kaufen, dann wie beim Amt da warten, mir die Beine im Bauch stehen, ja, erstmal zum Zollbeamten erklären, was drin ist, dann müsste ich dann zur Kasse gehen, dann wieder zum Zollbeamten, dauert bestimmt auch alles eine Stunde wieder zurückfahren. Und die Post nimmt jetzt halt 6 Euro für den Service. Na, laut meiner Rechnung sind 6 Euro weniger als 6,70 für meine Fahrkarte. Deswegen finde ich das in dem Fall eine gute Verbesserung, auch wenn ich das ein bisschen krass finde, dass die Zollgrenze halt auf 5 Euro runtergesetzt ist. Und hier seht ihr auch gleich den Grund, warum ich bestellt habe, und zwar Minion-Stempel. Und ich weiß nicht, ich finde das, ich mag die Minions. Ich hätte auch ganz gerne Minions. Auch wenn die totales Chaos verbreiten, aber ich glaube, man hat auch immer was zu lachen. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, wie ihr seht, sind die einzelnen Stempel nicht wirklich einzeln verpackt. Das gefällt mir jetzt hier gar nicht so gut. Ich denke mal, ich werde jetzt mal gucken, dass ich dann demnächst mir eine DVD-Hülle schnappe oder wahrscheinlich sind es eher zwei DVD-Hüllen, um die Stempel darin halt zu deponieren. Und was jetzt so ein bisschen blöd ist, da war jetzt keine Rechnung dabei. Ist ja okay, aber ich habe auch von der Firma keine Mail bekommen oder ich habe die nicht wiedergefunden, weil ich bin mir sehr sicher, dass ich nämlich One in a Minion hatte, bestellt hatte den Text und nicht Thanks Minion. BFF, den Smiley und dieses Na, na, na hatte ich überhaupt nicht bestellt. Also gehe ich davon aus, dass das jetzt hier halt solche Goodies waren. Und ich hatte mir noch, weil ich jetzt ja sowieso bestellt habe, habe ich mir jetzt halt noch ein paar Stempel dazu bestellt. Das muss sich ja lohnen, weil ja, es waren, glaube ich, lasst mich lügen, es waren auch 15, 16 Dollar halt Porto. Aber ich habe gesagt, ich wollte halt die Minion-Stempel unbedingt haben. Und deswegen habe ich mir die halt, dann musste ich die bestellen. Was ich gemerkt habe, das sind ja Klingstamps, dass die nicht besonders, sage ich mal, gut kleben. Ich hoffe mal, dass ich die vielleicht noch mit einem Feuchttuch gegebenenfalls wieder so ein bisschen auffrischen kann. So ganz happy bin ich halt, wie gesagt, mit der Art der Verpackung nicht, auch nicht mit der Art, ja, dass die Klingstamps halt nur so sehr schwach klebend sind. Aber das wird sich zeigen, wenn ich damit arbeite. Und
Ich muss sagen, ich finde es ja nett, dass sie halt da noch solche Bonusstempel reingepackt haben. So, was hier ist Seite Nummer 2. Da habe ich halt, wie ihr seht, nochmal für mein Lieblingsthema halt was bestellt, was natürlich Halloween ist. Und oben der Text: If you can stand the heat, don't tickle the dragon. Wenn du die Hitze nicht verträgst, dann solltest du den Drachen nicht kitzeln, glaube ich, müsste das heißen. Den Stempel da oben links, den habe ich auch definitiv nicht bestellt. Das ist ein Goodie. Und ich glaube, der einzige Vorteil daran ist, dass sie so versandt haben, dass sie natürlich Versandkosten gespart haben. Wenn das jetzt alles in einzelne Verpackung gewesen wären, wäre es natürlich so gewesen, dass das Ganze halt, sage ich mal, wahrscheinlich nicht mehr in diesen schmalen Umschlag gepasst hätte. Und also zum Beispiel auch großartig finde ich dieses Gehirn im Glas. Diese Bücher, die da übereinander liegen, auch wenn ich euch erzählt habe, ich schaffe das nicht mehr so zu lesen wie früher. Und es ist ja so, ich verlinke euch unten in der Infobox, wo ich die Sachen bestellt habe. Und ja, ich habe da nochmal ausprobiert, wie, ob das denn auch hoffentlich kleben bleibt. Ja, ich habe nur so Info am Rande. Ich habe eigentlich wollte ich kein Voice-Over machen, weil als ich das aufgenommen habe, waren hier fast 30 Grad im Wintergarten. Ich bin fast geschmolzen und ich war so am Leiden beim Auspacken. Das klang echt grausam. So. Das heißt, ein kleines Beutelvideo zwischendurch. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, obwohl es nichts Kreatives war. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten kreativen Video wieder. Bis dann. Tschüss.